So, hallo meine Lieben, hier ist wieder eure Sarah Thor. Ich spreche hier heute zu euch von Madeira, auch genannt Unge-Insel. Ich habe nämlich mal ein bisschen mit Unge gequatscht und ja, Verträge sind jetzt unterzeichnet und ich habe ihm jetzt hier ein Grundstück abgekauft an diesem idyllischen Ort. Der weiß gar nicht mehr wohin mit all den Immobilien. Zurzeit ist natürlich auch schwierig. Und genau, ihr seht schon, es ist eine wunderschöne in den Berg eingelassene Sandsteinbude quasi aus dem 19. Jahrhundert. Ist natürlich wie immer alles ein bisschen reparaturbedürftig, aber man sieht schon oben, Dachterrasse ist noch da, da können dann ordentlich die YouTuber-Partys gefeiert werden. Hier ist schon die Eingangstür, wie ich finde, sehr schön große Tür. Also schon mal ein sehr breiter Eingang. Wir gehen mal kurz rein. Ja, man sieht schon, es ist alles sehr, sehr organisch von der Raumform hier, keine klaren Kanten, alles schön rund und gebogen. Auch hier diese wunderschönen Platten in der Decke, das ist natürlich echt, das ist schön, das werde ich auch genauso lassen mit diesem Riss hier. Gefällt mir sehr gut. Hier dann eine kleine Naturbank quasi hier. Stein zum drauf sitzen, da werde ich noch eine Heizung einbauen lassen. Hier ist dann quasi, hier kann der Fernseher dann hin. Hier in den Bereich, da kommt dann noch das Sofa hin. Ich mache mal die Kamera, das Licht an. So, da sieht man auch nicht viel mehr. Genau, auf jeden Fall hier nochmal der Blick nach draußen. Wir gehen mal kurz weiter. Ich finde dieser Gang, der sich aber auch als, ja, weiß ich nicht, was hier noch genau reinkommt, weil es ist eigentlich ein echt langer Gang. Und da kann man auch gut was draus machen. Es ist recht niedrig, sollte aber kein Problem sein. Ich bin ja nicht so groß. Genau, dann kommen wir hier in mein Schlafzimmer quasi. Und das war mir besonders wichtig. Nämlich, guck mal nach oben. Es ist ein riesiger Raum hier. Und hier werde ich mir dann so Nachthimmel, Sternbeleuchtung einbauen lassen. Es wirkt zwar ein bisschen wie ein Verlies mit dem kleinen Fenster da oben. Aber ja, in Person ist es nochmal viel eindrucksvoller auf jeden Fall. Man sieht hier auch diese schöne Musterung in den Wänden. Ja. Das ist auf jeden Fall cool. Hier werde ich mir so ein. Ups, der Boden ist etwas glitschig. Hier werde ich mir so ein. Ja, so ein großes Bett einbauen. Denn hier an die Wand decke ich nochmal einen Fernseher. Genau, mal gucken. Das soll ja auch eher so ein Feriendomizil werden, wenn ich dann eben auf Unge Island bin. Ja, gut, dann schauen wir uns mal das nächste Zimmer an. Genau, hier sind wir dann wieder am Haupteingang. Hier ist noch die. Quasi die Zweitwohnung, die könnte ich auch nochmal separat untervermieten. Elektrik ist schon alles gemacht, alles drin. Hier wäre eine kleine Stelle für Garderobe oder so. Hier Kabel alles schon reingezogen, das ist echt super. Hier ist auch noch die Tür drin. Hier wieder ein etwas kleiner Durchgang. Und hier ist dann eben nochmal das Gästezimmer. Mache ich das Licht nochmal an, da man sieht es nicht so gut. Ja, auf jeden Fall hier ja auch nochmal ein kleines Zimmer. Das hat leider nicht diesen riesigen Himmelausblick, aber eben auch schon Beleuchtung. Das ist auch ganz cool. Und ja, ihr denkt jetzt vielleicht, ist es ein bisschen klein, aber es kommt noch mehr. Und zwar hier quasi die dritte Wohnung, drittes Apartment. Ich habe überlegt auch, ob ich dann nochmal die Wände quasi rausreißen soll, um das alles zusammenzulegen. Das wird sich noch zeigen. Genau hier, also geht jetzt nicht mehr viel weiter. Wäre jetzt auch quasi eher nochmal so ein kleines Ding. Und ja, also es ist nicht riesengroß, aber ihr wisst, Unge lässt sich das gut bezahlen und mehr war nicht drin, aber ich bin sehr zufrieden und ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier werden dann auch in Zukunft meine Ferienvlogs raus entstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.